ich wollte mir einfach mal einen Barschrank bauen, der ein bisschen außergewöhnlicher ist, den man nicht so jeden Tag sieht und den man auch sein Leben lang vielleicht mitnehmen kann. Nicht, weil er so klassisch ist, sondern einfach, weil er so außergewöhnlich ist, dass er überall reinpasst. Deswegen zu den Materialien, das ist Ahorn, gebleicht, außen farblich lackiert. Und als Besonderheit habe ich hier im offenen Bereich habe ich noch eine Aluminium-Verbundplatte, die sich öffnen lässt, was auf den ersten Blick nicht so ganz klar ist. Aber dadurch kann man die Funktion des offenen Bereiches auch komplett nutzen. Sonst, damit die Fugen nicht zu sehen sind, läuft die Fuge nicht einfach gerade wie bei einem klassischen Stück, sondern ist halt der Wabenkontur angepasst. Kann man einfach aufziehen, links und rechts. Man sieht jetzt auch ganz schön, so in den Bechereinsätzen, in den Glashaltern, im Konstruktionsboden ist die Wabe immer noch mal wieder aufgegriffen. Einfach um das nicht zu brechen, dass da keine geraden Kanten groß reinkommen. Und das gleiche gilt auch für die Schubkästen. Auch die haben keine gerade Fuge. Und selbst in der Zinkung sieht man die Wabe noch einmal aufgegriffen. Die Inspiration der Wabenstruktur, im Ursprung ist es ein Libellenflügel unter einer starken mikroskopischen Vergrößerung. Und das Ganze habe ich mir dann zunutze gemacht, reichlich umgearbeitet, sodass es überall in meine Funktionsteile hineinpasst. Doch im Grundsatz war es immer dieser Libellenflügel und ist es auch geblieben.